Rückspiel im Europapokal gegen OSC Lille. Wir wollen mal das Rückspiel loben. Kein Plan. In der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen OSC Lille erinnert Rührer an den Sieg seiner Mannschaft. Jute beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in dieser Saison. Wir haben gekämpft, als ein Spiel und ihnen das Leben richtig schwer gemacht. Unser Sieg war absolut verdient. Ich bin mir sicher, dass diese Leistung wiederholen wird und erneut gegen OSC Lille gewinnen können. Ja, das hoffe ich auch mal. Aber erstmal die nächste Partie. Wir spielen diesmal in Lille. Und wir nehmen unser Auswärtstrikot und da sie mit dem Heimtrikot spielen werden. So, jetzt gucken wir ein bisschen. Unsere Spieler sind wieder halbwegs fit. Pro-Gamer nicht ganz so. Aber da kann dann ja der Flash helfen. Da kann ich auch links spielen. So. Hier sind ein bisschen angeschlagen. Lol. Los geht das Rückspiel. Die letzten Ergebnisse. Ein 1-2 Niederlagen gegen YouTube und davor aber ein Sieg und Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Haben das 0-1 gegen Bayer Leverkusen gut rausgeholt und im Rückspiel 2-0 gewonnen. Hier können wir jetzt eine Runde Tennis spielen. Na, jetzt ist vorbei. Wird. Ja. Nein. Im Spiel ist 1-2 gegangen und jetzt läuft erstmal wieder die Sequenz. Begrüßen Sie an den Kommentatorenmikrofonen Frank Buschmann und Manni Beugmann. Ist das jetzt eine offene Kiste? Haben wir Favoriten? Wie wird es ausgehen? Viele Fragen von dem Spiel. Da gebe ich mal eine Antwort. Ich glaube, das ist doch. Das sind also die Fans von Lille. Alle in Rot gekleidet. Guido Pantaloncini aus Italien. So, ich bin Nummer 24, stehen da. Ich habe schon Angst, weil der super black ist. Italiener so hässlich aussieht. Mavuba. Okay, Leute, auf gutes Spiel, Mann. Okay, sie spielen wieder mit 4-2-3-1. Aber das wollen wir gar nicht mehr sehen. Die Spieler sind unterwegs und wir freuen uns Mavuba, Damrou, Chediu. Dann haben wir wieder Balmont, den immer viel zu lange dribbelnden Spieler. So, und dann war schon den letzten Konter. Und das erste nicht gepfiffene Foul. Ja, der Italiener sagt, wir haben ein bisschen internationale Härte. Und deswegen pfeift er dann nicht alles. Ja, ist in Ordnung, kann man verstehen. Auf der heutigen Pressekonferenz optimistisch. Seine Mannschaft hat das letzte Aufeinandertreffen für sich entscheiden können. Und deswegen ist der Mann sich sicher, dass sie auch dieses Mal gewinnen werden. Da können sie jetzt einen Konter draus machen. Oh, da haben wir uns gerade eingefangen. Er kriegt hier Unterstützung. Ein Konter. Ja, das könnte was werden. Gut, aber gut, gut gerettet. Oh, dann. Wunderschön. Ah, guter Versuch. Das Weiterleiten auf Solo hat nicht ganz so geklappt, wie erwartet. Aber hey, es kann ja nicht alles klappen. Und, oh, Fehlpass. Ist ja schließlich noch eine sehr junge Mannschaft, die sehr viel lernen muss. Wie zum Beispiel, wie man in dem internationalen Geschäft richtig agiert. Nein, es war abseits. Aber ich passe perfekt zu David rüber. Und David, yeah, macht den rein. David, das war doch eine von unseren wunderbaren Kombinationen. Wieso gibt es hier abseits? Ich hätte es jetzt ausschalten sollen.
Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Der hat nicht lange. Oh, ich habe vergessen, iPad rauszunehmen. Der Gegner ist schon wieder im Besitz der Kugel. Flash. Auch lustig, der Flash hat mir übertrieben 99 Tempo. Aber trotzdem rennt er einfach mal nicht den Gegnern so davon, wie man das eigentlich erwarten würde bei 99 Tempo. Ach! Was? Und der Unparteiische zeigt der Mauer, so steht hier. Komm, gib gelb. Macht ihr noch mehr Scheiße? Nein, knapp daneben. Ja, das wäre ein guter Versuch gewesen, Leute. Fast das 1:0. Das erinnert mich doch fast schon wieder an gute Zeiten. Mick. Ja, da haben wir wieder Beria. Beria passt zu Chediu, der passt zu Balmont. Komm schon, der dribbelt sich da jetzt hin. Nein, der passt zu Mavuba, dem Kapitän. Mavuba mit einem Fehlpass. Guter Angriff, aber nur im Ansatz. Flushi sieht Mick. Der sieht dann. Wie dieser Okocha einfach ein wunderbarer Trick ist, den ich allerdings nicht richtig anwenden kann. Seine große Liebe, das ist der Ball. Ja, schön. Sind wir bei Ronaldinho nicht anders. Dessen große Liebe war auch der Ball. Und noch irgendwer anders. Gerade noch rechtzeitig. Genau, hat Ronaldinho nicht geheiratet? Ist der verheiratet? Hat er eine Freundin? Ist er liiert? Kein Plan. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass der Ball zu dann wieder mal nicht durchkommt. David. Ab aufs Laufband. Da fehlen die 2-3% Geschwindigkeit. Oh, und da kommen sie durch. Ach, egal. Ball ist im Aus. Ball im Seitenaus, Einwurf. Und hier kommt die Ballbesitzstatistik. Weiter Pass zu dann. Und der Flash hat den Ball. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Kommt, bietet euch an, Leute. Sieht gut aus. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Der war nett. Nicht besonders, aber er war nett. Nein, natürlich, Abpfiff. Egal, bisher hat. Tja, und die Fans, sie haben zur Halbzeitpause gepfiffen mit einigem Grund, Buschi. Ja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Mir geht's wie den Fans. Ich find's stinklangweilig. Ja, danke. Ein grausiger Rumpelbumpel-Fußball in der ersten Halbzeit. Hier kommen jetzt die zweiten 45 Minuten. Und hoffentlich mit etwas mehr Esprit. Ein sehr schöner Pass. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Ich glaube, es kommt, wenn man nicht mal 5 richtige Torschüsse hat. Dann kommen, fangen selbst die Fans an, stinkig zu werden. Aber wir spielen Lille. So sieht ein Pass aus. Was erwartet ihr? Stark gemacht. Und Lille muss uns was zeigen. Nicht andersrum. Vielleicht jetzt über Salomon Kalou. Ich peitsche die da an, sonst würde ich denen helfen wollen. Ist gefährlich an der Stelle. Das müssen wir
Nicht das so. Ist Standard. Das unterschreibe ich. So, iPad also der zu Jezza. Der sieht Flushi. Das ist eine Deuterleistung, die man ganz, ganz selten hat. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Echt? Die wollen schon wechseln? Und das macht er richtig gut. Und jetzt! Nö. Da ist noch alles drin. Auch hier ist er wieder zur Stelle, der Torhüter. Er hält wirklich alles fest. Hier zunächst mal ein bisschen weit weg von... Oh, knapp daneben von dann. Der Keeper relaxen, es gibt Abstoß. Salomon Kalou kommt raus und Pedretti betritt den Platz. Landro mit einem kurzen Abstoß zu Chediu, Balmont, Mavuba, Pedretti, Debuchy. Trainer ist sauer, da fehlt jegliche Konzentration bei diesem Zuspiel. Flash. Ach, im Abseits. Dann stand wieder mal ganz leicht im Abseits. Chediu, Debuchy, Mavuba. Wieder Mavuba. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Oh, Pedretti. Und knapp daneben. Aber es ist knapp daneben, der ging daneben, aber es war eng. Das war eine super Vorlage. Die Palle. Ich weiß nicht, was hier sind. Das ist der Torwart. Payet, Pedretti, Martin, Roux, Payet, Martin, Roux, schön, jetzt wieder andere Richtung. Jetzt schnell spielen, jetzt steil spielen, jetzt einen Konter setzen. Fabi. Der kommt genau an. Dann. Der steht wie die berühmte Feste. Wie sagt man da, Manni? Ein Zerberus. Also wenn die Trainer ein extra... Nein, wer sagt mir schon ein Zerberus zu? Dann muss das, Manni. Boah, also über so viele Gegner, dass der Ball noch vor der Linie zum Stehen kam. Da haben sie sich wirklich mit allen dazwischen geworfen. Ja, so kann es weitergehen. Die Situation wurde geklärt. Mavuba. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Ecke. Und wen wechseln sie aus? Roux wechseln sie aus und Tulio De Melo kommt rein. Ja, und ich wechsle jetzt aber auch mal. Für Solo kommt Matthew rein. Und Pro Gamer kommt für Flushi. Ja. Nochmal frischen Wind haben im Team. Flushi. Heute mit vielen guten Chancen wieder. Aber manchmal viel zu der letzte. Vielleicht nur den Ball nach solchen Aktionen raus haben. Wir müssen jetzt ein bisschen auf Zeit spielen. Und jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Sicher in der Ballbahn. Bam. Und damit die Möglichkeit, jetzt Ecke. Hier vielleicht den Führungstreffer zu erzielen. Shit. iPad. Den hält er. Ja, den behalte ich jetzt. Und weg mit der Pille. Wenige Minuten noch zu absolvieren. Und beide Mannschaften. Haben hier noch alle Möglichkeiten. Und
das sieht nach einer guten Torchance aus. 88. Minute, 89. Minute, 90. Schmilzt. 2 Minuten Nachspielzeit. Londo, und das war's, das müsste es gewesen sein. Jetzt hält er. Gestikuliert, er will den Ball wohl weit abstoßen. Und wenn seine Mitspieler aufrücken, dann findet er eventuell auch eine Anspielstation. Jetzt müsste die Flanke kommen. Sehr schön, aber jetzt muss das Ding nach vorne. Raus. Und das war's. Mit einem 0 zu 0 in den Sieg gezittert. Und deswegen müssen sie mit einem vorlieb nehmen. Das Spiel, es geht. iPad und Mick waren die besten. So, jetzt sehen wir auch unsere Gegner mal so langsam. Alter Schwede, Schalke hat eine 6 zu 1 Klatsche erhalten. Marseille hat 6 zu 1 gewonnen gegen Dingens. Ja, Dingens ist gut, ne? Marseille hat gegen Malaga gewonnen. Napoli hat Tottenham rausgekommen. Anchi Matschkala gewinnt und ist damit unser nächster Gegner. Und wieder mit ihm gespielt. Rubin Kazan, glaube ich. Sieht ein bisschen aus wie Rubin Kazan. Ja, Liverpool hat Schalke rausgeschmissen. Inter Mailand gewinnt 15 gegen Athletic Bilbao. Zack, weg. Athletic, Atletico Madrid gewinnt 3-2 gegen Newcastle United. Lazio Rom gewinnt 6-3 gegen Girondins Bordeaux. So, wir erhalten 200.000 Euro. Haben zwei neue Termine. Und jetzt haben wir sogar wieder Geld, um die Verträge zu verlängern. Guck mal, wir haben jetzt 114.000 Euro. Warte. Wir werden jetzt erst einmal Nachwuchsabteilung öffnen, bitte meine Jobs durchsuchen. Postpunkt Udinese, ne. Aufstunger bitten, ne. Mannschaft, ne. Transfers, Budgetzuweisung. Die ändern wir mal komplett auf. Wupp, Gehaltbudget. So. Dann gehen wir jetzt auf Trainerbüro und Verträge. Und dahin mal die Verträge von iPad. Gehalt pro Woche 30.000. Das sagt die Geschäftsführung. Ja, ich sage, du kriegst 4 Jahre und 35.000. Jazzer bekommt 5 Jahre und 31.000. Papadopoulos 5 Jahre und 34.000. Floschi 5 Jahre und 33.000. Solo 5 Jahre und 26.000. Pro Game 5 Jahre und 31.000. Dann 5 Jahre und 43.000. Bei dem lassen wir uns mal richtig was springen. Milo ist mir scheißegal. Valentin, dich halten wir auch mal auf den 33.000. Der ist nämlich auch besser geworden. Matthew 4 Jahre und 23.000. Zwie Playerboy Hector. Ja, komm, verlängern wir auch mal mit unserem jungen Herrn Hector. Und dem geben wir auch 31.000. Vorfüll ist auch kaum noch. Vorfüll kriegt auch
34.000. CJ kriegt einen 3-Jahres-Vertrag. Und 19.000. Und das war's. Gehen wir schon mal vor bis zum nächsten Spiel, was ein bisschen hin ist. Unglücklich mit Vertragsdauer. Unglücklich mit Vertragsdauer. Jetzt haben wir richtig Cash. Sind ja unglücklich mit Vertragsdauern. Was? Ich habe mir den Vertrag durchgelesen, kann ihn aber so nicht akzeptieren. Grund, kein Budget für verlieren. Enttäuschung. So, und bei Bremen werden wir mal den Herrn Mielitz verunsichern. Sörlo verweigert sich neuen Vertrag. Große Betroffenheit auf dem YouTube-Trainingsgelände. Heute Morgen, nachdem bekannt wurde, dass Sörlo einen neuen Vertrag der Vereinsführung abgelehnt habe, merkte er die Gedenkerin abends der Operation, kein weiteres Angebot anzunehmen. Wenn es hier zeigen sollte, dass der Mittelfeldspieler zentral seinen Vertrag auslaufen lassen will, besteht die Möglichkeit der YouTube. Ja, komm. Im nächsten Spiel geht's ab nach Bremen. Danach geht es ab nach Bremen.